ja, zu dem Vertrieb darüber. Und jetzt kommen schon die ersten Probleme. Jeder dieser einzelnen Partner generiert irgendwelche Leads in irgendwelchen unterschiedlichen Formaten. Ja. Und dann ist es teilweise so, eins, zwei. Also jetzt werde ich einfach mal ganz kurz dir die Matrix aufmalen. Das sind so Basics, so ganz von der Adlerperspektive her gesehen. Ja. Und zwar, so diesen glaube ich besser. Also, willkommen zu diesem Training. Ja, und da du ja auch speziell und viele andere auch schon Erfahrungen haben, eventuell Praktikas, Internships oder auch schon mehrjährige Erfahrungen in anderen Agenturen, sei es jetzt Online-Marketing-Agenturen, Telesales-Agenturen, unterschiedlichste Sales- und Marketing-Agenturen, die zwei Disziplinen schon mal vorausgeschickt, gehören meiner Meinung nach komplett zusammen. Da haben wir immer noch Kunden, größere Kunden insbesondere, da wo irgendwie da so eine Marketingabteilung irgendwo ist, ja, und dann ist da irgendwo so eine Sales-Abteilung, ja, und dann macht die Marketingabteilung irgendwas, ja, kriegt halt irgendein Budget. Ja, man kann sich das so vorstellen. Jetzt zum Beispiel die FIS. FIS ist zum Beispiel ein Unternehmen, die machen so ungefähr 50 Millionen im Jahr. So ein IT-Dienstleister. Und haben die noch irgendwie so eine kleinere Firma gekauft und noch eine andere Firma gegründet und so weiter. Und haben die irgendwo so im Hauptfirmensitz, haben die dann irgendwie so eine Marketingabteilung sitzen, ja, und die kriegen halt dann irgendwelches Geld. Ja. Und dann gehen die halt rum und suchen sich irgendwelche Magazine und wo sie halt was posten können, wo sie was machen können und hier mal ein bisschen was und da ein bisschen vielleicht LinkedIn-Ads und dies und das und jenes. Und dann kommen da ja, so Art Partnerschaften, ganz besonders ein B2B. Ne? Also wir sind ja ein B2B, das weißt du ja schon. Ne? Und dann gibt es da so alle möglichen Fachmagazine und so weiter. Ne? So themenspezifische Plattformen, sagen wir es mal so. Ne? Also, jetzt mal was alle kennen, irgendwie so PC World, nee, das ist Englisch. In Deutsch heißt das Chip24 oder keine Ahnung, Chip.de oder sowas, ne? Wo jeder kennt in Deutschland. Da kann man dann natürlich Liaisons machen. Jetzt wäre zum Beispiel auch eine Aufgabe für dich, dass man sagt, okay, ich suche mir hier, ich mache hier Partnermanagement oder Akquise für Partnerschaften und so weiter. Das ist natürlich dann zum Beispiel ein Thema, das nennt sich dann Zielgruppenbesitzpartnerakquise, ne? Und da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen, wenn es um die Thema Akquise geht, nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil es gibt die unterschiedlichen Formen von Akquise. Und das ist alles soweit schön und gut. Und dann war es halt so, dass halt die immer, sagen wir mal, von, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach irgendwelche Zahlen, 6 bis 12 ja, verschiedenen Lead-Quellen dann hatten. Also Chip.de ist eine andere Lead-Quelle als wie jetzt wieder eine völlig andere Firma. Ja. Oder halt LinkedIn ist ja wieder eine Lead-Quelle. Ne? LinkedIn gehört zu Microsoft, ist ja eine andere Lead-Quelle, ist sogar ein Mitbewerber von zum Beispiel Google oder sowas. Ne? Genauso ist es ja im Kleinen auch, wenn man jetzt unterschiedliche Partner hat zum Beispiel. Und dann wurden diese Leads eben generiert und dann wurden die irgendwie dem Vertrieb übergeben. Ja? So, ja? Also ich weiß gar nicht genau, wie ich das hier am besten auf so einem kleinen Flipchart aufzeichnen soll. Aber du hast jetzt hier irgendwie, ja, ich mache einfach mal irgendwas. Also, du hast hier Marketing. Ja, ich bin immer sehr für Einfachheiten. Hier hast du Vertrieb, ja. Und Marketing bekommt jetzt hier, keine Ahnung, 1000 Euro Budget. Ne? Und dann teilen die das irgendwie in 10 Budget auf oder was, ja. Und dann geben die hier ja, jeweils 100 Euro irgendwo chip.de. Ja, LinkedIn, was weiß ich, versuchen alles Mögliche aus. Marketing ist ja auch mal ein Stück weit Testing, das ist ja auch legitim. Nun muss man halt genau, sagen wir mal, das Setting so machen, dass man sozusagen seine Tests, ja, dann auch im Nachhinein, wenn sie durchgeführt wurden, ja auch evaluieren kann. Ja, also es bringt ja nichts, wenn ich irgendwas austeste, ja, ich aber keine Daten dabei sammle,
Dann kann ich so lange testen, wie ich will. Ich werde nie irgendwie zu irgendwelchen Clues kommen. Ja. Naja, in dem Fall war es eben so, wie gesagt, ich bringe immer ganz gern Beispiele aus der Praxis, weil alles andere ist nur irgendwie Theorie oder Nachgeplappere. Ne? Also ich habe mit einem Kunden ein Jahr zusammengearbeitet und das sind die Learnings daraus. Ne? Also ganz konkret eine Firma, die schon gutes Geld verdient, die etabliert ist und alles Mögliche. Aber das ist diese Marketingabteilung. Und jetzt kannst du dir Folgendes vorstellen, du hast hier irgendwie so 7, 8, 10 Leadquellen und aus jeder einzelnen dieser Leadquelle kommen jetzt sogenannte irgendwelche Leads raus. Ja? Und jetzt sagt das Marketing, wow, haben wir doch einen coolen Job gemacht, einen Haufen Leads generiert. Ne? Das ist unser Auftrag. Ja? Und die schmeißen wir jetzt halt am besten noch in irgendeinem Excel-Sheet, ja, zu dem Vertrieb darüber. Und jetzt kommen schon die ersten Probleme. Jeder dieser einzelnen Partner generiert irgendwelche Leads in irgendwelchen unterschiedlichen Formaten. Ja? Und dann ist es teilweise so, dann hat man zum Beispiel bei Chip, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Namen nennen oder so, aber einfach damit die Leute verstehen, was ich rede. Das war ja nicht Chip.de, das waren andere so Untermagazine, Spezialmagazine für SAP und so weiter. Weil jeder dieser sagt, okay, ja, du kriegst es von bei uns, wurde zum Beispiel, also wie konkret sieht das aus? Ja, also hier, ich nehme jetzt da auch mal gar keinen Namen, SAP, wer weiß, wer das sieht und dann rumpetzt. Das ist zwar erstmal intern, aber SAP-Dienstleister, SAPD, ja, hat jetzt auch vielleicht intern sogar schon CRM und so weiter. Ja. Und der gibt jetzt sozusagen, der generiert jetzt hier, also das Marketing generiert jetzt hier zum Beispiel Material. Das wäre zum Beispiel auch was du schon gemacht hast, ne, also quasi Content. Was sind sozusagen die drei? Habe ich schon gesagt, wie viele Content-Formen gibt es und welche sind es? Interaktiv. Was gibt es für Content-Formen? Formate, meine ich, sorry. Video, Bild und Text. Cool. Und dann eventuell noch Voice, was aber letztendlich auch aus dem Video raus generiert werden kann. Das meiste kann sozusagen Text, alles, alle Formate können aus dem Video raus generiert werden. Deswegen ist Video immer das Stärkste. Ja. Ich hoffe, das Video läuft noch, deswegen machen wir dann auch ein Video, weil theoretisch könnte ich da auch einen Text rausziehen mit einem Knopfdruck, gibt es AI, alles mögliche. Ne? Irgendein Tool kostet 50 Euro im Monat oder was, oder kostenlos, wenn du nur ein paar Mal nutzt das Ganze oder austestest. Kannst ein Video reinschmeißen, innerhalb von ein paar Minuten hast du den kompletten Text. Egal in welcher Sprache, kannst du auch noch übersetzen lassen, alles ist heute möglich. Ja? Also, das heißt, du hast hier diese ganzen Content-Formen, die werden dann erstellt. Jetzt kommt das Marketing und sagt, cool, jetzt haben wir hier irgendwie diese ganzen Magazine und so weiter. Machen wir hier einen Deal. Wir zahlen dir hier im Jahr 100 Euro dafür, dass du irgendwie so ein PDF, das haben wir erstellt, oder ein Video oder was auch immer, auf deiner Webseite irgendwo anbietest, dass wenn da deine Besucher draufkommen, ja, das runterladen. Okay, jetzt haben das, sagen wir mal, hier 10 Leute runtergeladen. Ja, 10 Leute haben das runtergeladen. Ja, und dann haben die dann vielleicht in Absprache mit dir jetzt, du arbeitest jetzt für einen Kunden von mir zum Beispiel, wie diese SAP-Dienstleister, in Absprache mit dir. Okay, jedes Lead muss 3 Pflichtfelder haben. Ja? Name, E-Mail, meinetwegen noch Telefonnummer. Ansonsten ist das für uns kein Lead. Ja? Kann man aushandeln, muss man vereinbaren und so weiter. Also jetzt haben wir, ein Lead hat 3 Pflichtfelder. Ich kürze es immer alles ab, sonst reicht das Ding hier nicht. Und dann nochmal 2, vielleicht nochmal 2 optionale Felder. Na, das ist dann meistens vielleicht so ein Textfeld, wo man noch was reinschreiben kann oder irgendwie sowas. Ne? Jetzt geht es schon los, dass man hier in dem Fall, das ist jetzt wie gesagt aus der Praxis, ne, Erfahrungswerte aus der Realität, wurden dann diese Leads generiert und dann wurden die hier quasi zurückgespielt zum Marketing und dann plötzlich fehlte eins von diesen Feldern oder irgendwas. Ja? Also da war ein technisches Problem, dass man die zum Beispiel nicht rausziehen konnte aus deren System in deren System rein oder in einen Excel rein und so weiter. Also diese ganzen Problematiken der Formate, ne? Schnittstellen. Ja? Also du musst dir vorstellen, jeder einzelne Partnerschaft, mal angenommen, du hast hier 7 Partnerschaften, das hier chip.de, das hier LinkedIn, dann das hier IT Magazine oder was auch immer, ja, dann ABC
Consulting ist ein anderes Magazin. Jedes Mal hast du eine neue Schnittstelle, wo du jedes Mal wieder schauen musst, dass du die Daten auch wieder genauso zurückbekommst in die Datenformate, sodass sie für dich auch Sinn ergeben und dass du überhaupt die Daten bekommst. Okay, das war schon mal die eine Herausforderung. Dann das nächste war, dass die Daten, die du dann zurückbekommen hast, dass teilweise du dann sozusagen im Vertrieb hier, ja, die dann angerufen hast, ja, also du hast jetzt hier zum Beispiel dann das Excel-Sheet bekommen, ja, da waren dann hier sozusagen irgendwie 100 so Leads drin und du hast jetzt gesagt, okay, gehst jetzt hier zu deinem, oder das haben teilweise dann wir gemacht, ne, und das soll jetzt ein Telefonhörer sein und dann haben die zum Beispiel dort angerufen, ja, und dann wiederum hast du zum Beispiel irgendwie jeder Dritte, den du dann angerufen hast, der konnte sich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist das eine. Dann jeder weitere Dritte hat gemeint, habe ich mir nie irgendwas runtergeladen, von was redest du? Ja. Dann vielleicht ein Drittel von den Ganzen, ja, die haben gesagt, ja, habe ich runtergeladen. Ja. Ich bin hier aber nur gerade an der Job, mich gerade dabei umzuorientieren, in meiner, sozusagen in meinem Job, ja, und will mich hier weiterbilden. Also du willst ja quasi, du siehst zum Beispiel an der E-Mail, wenn es jetzt eine, ich will ja nicht zu sehr ins Detail, da muss ich mal aufpassen. Ich wollte hier eigentlich so eine Meta-Level machen, weil das ist natürlich ziemlich schwierig hier im Whiteboard darzustellen, einem Flipchart zumindest. Die Sache ist halt die, du kannst es natürlich auch so einstellen, dass du zum Beispiel hier diese drei Pflichtfelder hast und dann fragst du in der Regel immer die E-Mail ab. Das ist somit unter das Wichtigste überhaupt. Und dann hast du hier zum Beispiel das Add-Zeichen und dann gibt es zwei ganz grobe Unterschiede von E-Mails. Welche sind das? Snapshot! Das kommt beim Kopf nicht. Ja, ist klar. Private und Business. Okay. Ja, ja. Und das ist nochmal fürs spätere Marketing auch eine ganz, nochmal ein relativ großer Unterschied. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel habe hier Franz, ja, dann weiß ich, okay, das heißt Franz wahrscheinlich, aber dann habe ich hier zum Beispiel T-Online, dann weiß ich, okay, der arbeitet für dich schon mal T-Online, selbst wenn er sonst keine Daten reingegeben hat. Dann weiß ich schon mal, wo er arbeitet, kann ich schon mal LinkedIn-Recherche machen, eins und eins zusammenzählen und so weiter. Wenn jetzt hier da seine Gmail eingibt mit Franz und ansonsten keine weiteren Details oder findet er irgendwie einen Weg drumherum, ja, wie gesagt, wir haben diese Pflichtfelder. Ich sage gleich noch was dazu, Pflichtfelder und optionale Felder, warum das auch mit Sorgfalt ausgewählt werden muss. Dann hast du hier zum Beispiel den Fall, dass du ja keine Ahnung hast, für wen er überhaupt eigentlich arbeitet, wenn jetzt dein Arbeitgeber nicht unbedingt noch auch irgendwie ins Textfeld einschreibt. Und die Sache ist die, du willst ja möglichst viele Leads auch, aber auch möglichst viele qualitativ hochwertige Leads. Und das ist schon alles entscheidend auch. Und da hängt unter Umständen eine Menge dran. Unter Umständen sogar das komplette Budget bzw. Misserfolg, Erfolg. Ja. Ja, da sind schon ganze, ja, ich würde sagen, schon Agenturen auch gescheitert, ja, weil sie einfach dieses Verhältnis zwischen Qualität und Quantität nicht hinbekommen haben. Ja. Also letztendlich, und das kannst du ein bisschen steuern über die Pflichtfelder. Wenn du sagst, okay, ich will Minimum deinen Namen, Minimum deine E-Mail-Adresse und Minimum deine Telefonnummer. Und dann kannst du es immer noch faken. Ja? Aber du kannst zum Beispiel bei manchen Tools so einstellen, dass wenn du jetzt eine private Gmail oder sowas eingibst, das nicht akzeptiert wird. Also es wird nur eine berufliche E-Mail-Adresse eingegeben. Und das ist für die meisten Hemmschwelle, dass sie irgendwie eine fake berufliche, also quasi eine E-Mail-Adresse irgendwie von einer Firma angeben, für die sie gar nicht arbeiten. Das ist für die meisten noch eine größere Hemmschwelle, als wie das, dass sie einfach eine falsche Handynummer eingeben oder sowas. Ja. Grundsätzlich versuchen wir dieses Ganze, diese Fakerei grundsätzlich so weitestgehend von vornherein schon auszuschalten, weil wenn jemand irgendwas runterladen will und er will trotzdem anonym bleiben, wird er immer irgendwie einen Weg finden, weil ich kann auch eine Domain für 5 Euro kaufen und mir dann Zeug runterladen. Also wenn ich das Ganze nennt man dann sowas ähnliches wie so ein Funnel, also wenn ich quasi so ein Marketing-Funnel hacken will, dann kann ich ihn auch hacken, da finde ich immer irgendwie einen Weg. Aber generell
muss man hier halt aufpassen mit diesen Pflichtfeldern, weil wenn wir jetzt hier zu viele Hürden einbauen, also auf der einen Seite, und das ist ein sehr wichtiger Punkt eigentlich, auf der einen Seite wollen wir möglichst viele Hürden einbauen, weil wir wollen gar nicht so viele Leads, wenn sie qualitativ Mist sind, weil das für uns wieder zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet. Also das frisst ja von unserem Marketingbudget. Ja, es muss ja jeder bezahlt werden. Jeder, der da sitzt, die danach telefoniert oder die checkt oder die an-emailt und dann funktioniert es doch nicht, weil das einfach von der Qualität her diese Leads nicht passen. Ja, jeder, alles, jeder Kaffee, jedes Wasser, ja, jedes bisschen Strom, das ist ja alles Ressourcen, die dafür verbraten werden, für irgendwelche Low-Quality-Leads. Und das wollen wir nicht. Deswegen möglichst viele Hürden. Aber wenn wir zu viele einbauen, dann sinkt die Quantität. Und das ist letztendlich bei den kleineren Kunden ein Problem, bei den größeren weniger. Also grundsätzlich nochmal, wir wollen immer möglichst viel es geht immer um das Spiel Quality versus Quantity. Ja, ich habe manchmal die englischen Begriffe im Kopf, deswegen bin ich da auch ein bisschen getwistet, wenn ich zu viel beide Sprachen ständig sprechen muss. Also Quality versus Quantity. Ja. Aber wir legen immer den Fokus auf Quality. In der nutshell, ja, übergeordnet, haben wir letztendlich nur das eine Mal, wenn wir da... Also wann wird das wirklich zum Problem, wenn wir mit relativ kleinen Kunden, mit kleinen Budgets arbeiten? Warum? Weil wir dann halt insgesamt nur sehr wenige Leads haben werden, die dann zwar qualitativ hochwertig sind, aber halt insgesamt von der Masse her sozusagen einen zeitlich verzögerten Element drin haben, bis der Schneeball so richtig, also bis der Ball so richtig ins Rollen gerät. Ne? Also das, mit anderen Worten gesagt, anders, völlig andersrum gesagt, desto größer der Kunde und desto mehr Budget du hast, desto mehr kannst du auf Qualität setzen. Ja? Und den Fehler machen ganz viele, dass sie sagen, oh, wir haben hier schön viel Budget, jetzt haben wir einen coolen Agentur, da machen wir häufig den Fehler, jetzt haben wir einen tollen großen Kunden gewonnen, jetzt gehen wir mal so richtig schön raushauen, ne? Richtig schön auf Masse machen und also möglichst viel Sichtbarkeit und so weiter und vergessen dann den Qualitätsfaktor. Aber genau wenn ich eben sehr viel Ressourcen zur Verfügung habe, genau dann würde ich umso mehr auf den Qualitätsfaktor schauen, weil ich es genau dann mir eben auch erlauben kann. Ja? Weil ich dann halt insgesamt aufgrund des Volumens, also ich kann insgesamt sehr viel mehr Sichtbarkeit erzeugen, habe dann insgesamt auch sehr viel mehr qualitativ hochwertige Leads. Ja, die dann sozusagen insgesamt von der Summe dann auch Sinn ergeben, weil ich werde nicht jeden qualitativ auch noch so hochwertigen Lead, also zu 100%, die Conversion-Rate wird nicht 100% sein, zum Kunden machen, also wo dann letztendlich auch ein Return on Invest dabei rumkommt. Ja? Okay, also das nochmal ganz wichtig, jetzt haben wir da schon so tief reingedrillt. Ich wollte eigentlich nochmal kurz nochmal rauszoomen und das nochmal kurz erklären. Was jetzt in diesem speziellen Fall bei diesem SAP-Dienstleister eben immer wieder das Problem war, dass wir hier eine Marketingabteilung hatten, die haben halt irgendwelche Leads reingezaubert, die haben sozusagen den Vertrieb vorgeschmissen und die waren qualitativ nicht immer so hochwertig, dass jetzt hier relativ viele Ressourcen aufgewendet werden mussten, ja. Hier nochmal das zu checken, ist es überhaupt ein Ansprechpartner, hat der überhaupt was runtergeladen, ja, interessiert sich der überhaupt für das Thema, gehört er überhaupt zu unserer Zielgruppe oder ist es einfach nur irgendjemand, ein Student teilweise, Azubi oder sonst irgendwas, ja, und so weiter, also gehört es zu unserer Zielgruppe und das sind eigentlich alles Sachen, die eigentlich noch ins Marketing reinfallen, also man muss halt hier sozusagen verschärfen, dass dann der Vertrieb letztendlich entlastet wird. Ne? Also häufig ist es so, es gibt ja so einen Spruch, der ist auch auf Englisch, ich werde mal versuchen zu übersetzen, wenn das Marketing, desto besser das Marketing seinen Job macht, ja, desto weniger muss der Verkäufer verkaufen letztendlich. Ja? Weil das ganze Verkaufen hat quasi schon stattgefunden. Ne? Also es gibt fast keinen, der wahrscheinlich in einen Apple-Laden reingeht, wo der Verkäufer dem Interessenten noch ein Apple-Gerät irgendwie wirklich verkaufen muss. Da geht es nur noch darum, okay, was ist das neueste Feature, welches von den Geräten willst du mitnehmen? Es geht nicht darum, willst du ein Apple-Gerät kaufen? Nein, der geht zum Apple Store, weil er eins kaufen will, das ist schon klar. Ne? Also das ist natürlich das oberste Level.
nicht jede Firma wird irgendwie Apple werden, auch nicht in seiner Nische, das ist ziemlich hart. Aber das ist natürlich immer das Long-Term-Goal. Ja? Und dass dein Marketing so gut ist, dass letztendlich der Verkauf quasi von alleine stattfindet. Nichtsdestotrotz, viele unserer Kunden, die halt auf so kleinen Marketing kommen, sind halt noch kleiner Startups etc. pp., kennt noch kein Mensch. Und deswegen, desto weniger du im Markt bekannt bist, desto kleiner dein Brand. Ja, manche haben noch gar keinen wirklichen Brand, dann versuchen wir da überhaupt mal erst einen Brand zu machen und so weiter. Aber desto anstrengender ist natürlich der Vertrieb. Ja? Und so, das ist einfach mal das Thema. Finde ich super wichtig, dass man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt, ja? Dieses Verhältnis und dieses Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb. Weil ich halt natürlich auch, weil wir merken das natürlich auch, und es war schon immer so eigentlich, ne? Also wir schalten zum Beispiel Anzeigen, zum Beispiel Online-Marketing, egal was, ja, Junior, Senior, Praktikant, Intern, Werkstudent, ist völlig egal. Dann schalten wir gleichzeitig auch Anzeigen, irgendwas mit Vertrieb, egal was, Inside Sales, Account Manager, sonst was, ja, sei es für uns selbst oder für unsere Kunden, Junior, Senior, völlig egal. Und das Verhältnis von Leuten, die sich bei uns quasi bewerben, das ist teilweise zwischen 1 zu 10 zu 1 zu 30. Ne? Also wir kriegen dann irgendwie 30 Bewerbungen für irgendwas von Marketing und dann kriegen wir, wenn man im Verhältnis dazu, eine Bewerbung für irgendwas von Vertrieb. Ja? Und jetzt mal dahin, sagen wir dahingestellt, wie die Qualität der Bewerbung dann wiederum ist und so weiter, sondern einfach nur das Verhältnis von der Menge her, von der Quantität. Und das ist immer ganz interessant, weil Marketing wird immer als was gesehen, das ist irgendwie so, es ist irgendwie interessant und spannend. Wirkung über Arbeitszeit priorisieren, also klar, es gibt unterschiedlichste Wege, sehr erfolgreich zu werden, und einige meiner Kunden machen auch alles noch über Zeit, und das ist auch Standard, ja. Tagessatz, Stundensatz, was auch immer. Aber letztendlich ist die Wirkung am Ende das tatsächlich Interessante. Ja, also, und es schlägt auf alles durch, ne? Welche Tools man nimmt, welche Systeme, welche Mitarbeiter. Ich habe schon so viele Kunden gehabt, die sind nicht zurechtgekommen, weil sie immer gedacht haben, naja, ich muss möglichst viele Leute dann in ein Projekt reinstecken und die dann möglichst günstig irgendwo einkaufen und so weiter. Und dann habe ich andere Kunden, die haben dann festgestellt, nein, es ist die Qualität, und dann machen manchmal 2, 3 Leute nur den Job besser wie 5 oder 7 nicht so gute. Und nur halb so lang. Ja. Ja. Und dann kommt ihr eben auf die Webseite, und wir wollen natürlich schon above the fold, wir wollen natürlich von Anfang an anbieten, okay, bucht ihr bei uns einen Termin. Mhm. Ja, natürlich gibt es da auch noch eine Vorstufe, dass wir sagen, okay, bucht erstmal keinen Termin, lade erst nur mal was runter, ja, bekomme Informationen etc. pp. Und da scheiden sich auch häufig die Geister, weil du dort natürlich wahrscheinlich vielleicht mehr Anfragen einsammelst, ja, aber der Weg ist nochmal weiter bis zum Termin. Im Termin fängt das richtige Verkaufen letztendlich an, weil du face-to-face, 1:1, wirklich die Person siehst, ja, und dort jetzt eben auch die Anonymität komplett aufgegeben wurde, dadurch, dass du eben die Leute dann im Call siehst, ne? Ja. Also im Zoom-Call, im Termin-Call, Google Meet, ja, das sind so die üblichen Call-Varianten. Und das ist bei einem Download, also wenn du jetzt ein CTA hättest, wo nur ein Download ist zum Beispiel, da kann auch jemand irgendwie, also ich zum Beispiel habe an die 50 verschiedene E-Mail-Adressen. Mhm. Okay, und dann nutze ich irgendwie für verschiedene Downloads, nutze ich irgendeine Gmail, da schaue ich nie rein. Ja, ja. Also ist es so Semi-Anonymität aufgegeben. Ne? Mhm. Ich nutze zwar irgendeine E-Mail-Adresse von mir, aber die wissen wirklich noch nicht wirklich was über mich. Kann machen. Ja, okay. Dass du etwas zeigst. Genau. Okay, genau. Mit dem Finger, ja? Ja, zum Beispiel. Okay. Und deswegen bieten wir hier den Kunden Informationen zur Phase 1 ist Analyse. Mhm. Das heißt, wir gehen immer erst in die Analyse. Wir müssen den Kunden verstehen. Wenn wir den Kunden nicht verstehen, oder andersrum gesagt, desto besser wir den Kunden verstehen, desto besser können wir ihnen helfen, oder können wir ihnen überhaupt erst helfen. Ja. Ja, also keine Strategie ohne Analyse. Das heißt, das ist genau die Sequenz. Und das kommunizieren wir dem Kunden auch schon auf Social Media bzw. auf der Webseite, damit er genau weiß, was erwartet ihn. Und
nicht nur was erwartet ihn, sondern welchen Nutzen, das ist noch besser, welchen Mehrwert hat er, wenn er sich jetzt seine Anonymität aufgibt, das ist der Preis, den er dafür bezahlt, das kostenlose Erstgespräch ist in Wirklichkeit gar nicht Erstgespräch, kostenlos, sondern er bezahlt damit mit seinen Daten, mit seinen die Fragen, die er beantwortet, mit der Aufgabe seiner Anonymität, das ist der Preis, das ist die Währung, die wir dadurch erhalten, und es gibt ja unterschiedliche Formen der Bezahlung und Währungen. Es ist nicht nur immer Dollar, Euro und Yen. Ja? Und deswegen geben wir hier auf jeder Webseite, die für unsere, egal für welches Produkt oder Dienstleistung, eigentlich immer die Sequenz vor schon oder sagen wir mal, zumindest die Abfolge, was ihn erwartet, wenn er sich dann für einen Call oder ein Erstgespräch, einen kleinen Workshop entscheiden sollte. Ja. Das ist letztendlich Analyse, Strategie, Umsetzung und Betreuung. Als Kunde zu behalten. Genau, genau. Denn das ist dann die sogenannte Churn Rate, so ein englischer Begriff, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch schreibt. Churn Rate ist sozusagen das Verhältnis von gewonnenen Kunden und Kunden, die dann wieder weggehen, also nicht mehr Kunde sind. Ja. Und die sollte natürlich möglichst gering sein, weil natürlich das mitunter der größte Aufwand überhaupt ist, einen Neukunden erstmal zu gewinnen. Ja. Einen bereits bestehenden Kunden nochmal etwas glücklicher zu machen. Ist ja leichter. Genau, weil man kennt sich schon, man arbeitet ja bereits schon miteinander. Man kennt den Kunden, genau. Genau. Okay. Es ist letztendlich auch schon vieles von dem ganzen Setting, ist ja schon sozusagen, man muss ja auch viel technische, im Hintergrund auch viel technische Sachen, Compliance oder was auch immer alles noch. Ja. Das ist dann sozusagen schon alles da. Mhm. Ne? Deswegen gibt es ja auch so die sogenannten die Lieferantenlisten bei den Old Economy großen Firmen, diese Lieferantenlisten, und dann sitzt da der Einkäufer und wenn er irgendwas braucht, geht er die durch. Ja? Und dann sucht er sich ja irgendeinen Lieferanten aus. Ne? Ja. Da erstmal reinzukommen, die Lieferantenliste, ist erstmal eine Hürde für sich. Ja. Und wenn du da erstmal drin bist, sozusagen dann immer noch mal anzurufen, wenn du schon in der Lieferantenkunde in der Liste bist. Das ist sozusagen dann die Betreuung. Ja? Mhm. Das ist sozusagen, man nennt es auch Key Account Management oder sowas. Und da könnte man dann auch noch was hinschreiben, Support. Ich kann natürlich jetzt sagen, wenn ich grundsätzlich selbst bei Personen, bei Entscheidern, mit denen ich schon 3, 4, 5 Teams-Calls hatte, innerhalb natürlich eines gewissen Timeframes, sagen wir mal der letzten Jahre oder sowas, ne? Du hast ja im B2B nicht immer, dass du den jede Woche einmal anrufst unbedingt. Ja? Und obgleich ich den eigentlich ein warmer Kontakt von mir ist, auch so in der Datenbank verankert ist, der sich eventuell nicht mehr an mich erinnern kann, ich ihn aber wieder abholen muss, wieder aufwärmen muss, kann ich dieses Szenario doch nicht, und das machen wir auch so, nicht mehr oder weniger prinzipiell generell auf mehr oder weniger alle anwenden. Das heißt, selbst Kontakte, wo ich eben noch nicht so viel Historie habe, kann ich trotzdem sagen, ich würde mich gerne nochmal melden. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch, Kann sich sowieso nicht daran erinnern. Also wenn ich könnte so ein bisschen Halbwahrheit mit reinbringen, um letztendlich sozusagen die Person aufzuweichen und sogar teilweise so, dass ich ihn ein bisschen in die Bringschuld bringe. Das heißt, er fühlt sich dann sozusagen ertappt. Oh mein Gott, da ruft mich jetzt gerade jemand an. Den müsste ich eigentlich kennen. Verstehst du den Trick? Und dann sagt er, oh ja, erklären Sie mir doch, worum ging es denn eigentlich? Und das kommt häufig vor. Und dann bist du sozusagen nicht mehr in dieser Bittstellerrolle eines Kaltakquisiteurs. Ja, ganz wichtig, dieser Punkt unbedingt hier rausschneiden und auf die Akademie hochladen. Sondern jetzt bist du in der Position, wo sozusagen der Entscheider sich angespornt fühlt, ja, motiviert fühlt, hier sich nochmal selbst daran zu erinnern, um was ging es ja eigentlich. Es muss ja irgendwie was Wichtiges gewesen sein, denn ansonsten hätte ich mich ja damals nicht zu diesen Teams-Calls entschieden, weil auch schon damals hatte ich nicht einfach nur so Zeit zu vergeuden. Perfekt. Wieder zurück. Ja. Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will ihn mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja, wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja, wo du bzw. das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er sich als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B. Aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge,
das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma. Aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Das heißt, du musst immer sehen, das ist B2B, das ist Firma zu Firma, aber die Akquise ist von Mensch zu Mensch. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.